Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu dem wahrscheinlichen Finale von Shadow of the Tomb Raider. Wir haben es jetzt mal aufgehört und müssen jetzt, den guten Herrn davon abhalten, sich in seiner ultimative Form zu entwickeln. Und demnach müssen wir die Wachen ausschalten und hier hinten die Teile zerstören. Und das werden wir jetzt tun. Mal sehen, wie viele Anläufe ich brauche, aber ja. Okay, ein Streifen ist schon wieder weg. Hatten wir das letzte Mal auch schon. Die Gegner sind auf jeden Fall ziemlich robust. Von daher müssen wir auf jeden Fall aufpassen mit denen. Scheiße. Oh Gott, das meine ich nämlich. Okay, ich versuch's nochmal. Ich habe die Wache hier direkt umgebracht, die hier war. Problem ist nur, wir haben halt auch wenig Munition, was shit ist. Weil ich weiß sonst nicht, wie ich die bekämpfen soll, die guten. Aber ja, wir gucken einfach mal. Wir schaffen das schon. Ich glaube, die halten nämlich 4 Shotgun-Schüsse aus jeweils. Okay. Gut, dass sie natürlich keinen Fernkampf benutzen. Sondern ihre Cricket-Schläger. Okay, einer ist tot. Sehr gut. Können wir die looten? Können wir. Okay, aber die bringen keine Munition. Von daher können wir das auch lassen eigentlich. Okay. Okay, einfach Helikopter. Ich dachte, die kommen wegen mir. Nächster. Okay. Damit wird der hier auch wieder freigesetzt. Und immer schön flüchten dann. Okay, nice. Problem ist natürlich nur, dass hier immer mehr kommt. Und wir wenig Munition haben. Aber hier liegt Gott sei Dank ein bisschen was rum. Alter, huiuiui. Nein, komm. Heil dich. Ich will nicht schon wieder sterben. Headshot. Ah, okay. Können wir den direkt töten? Nö. Natürlich, er ist geschützt von allen anderen Mächten. Nur weil er einen Strahl hat. Okay, wir haben's. Nichts hält mich auf. Ich erschaffe die Welt neu. Ach du Scheiße. Der Typ beleuchtet ziemlich hell. Heute nehmen wir unser Schicksal in die Hand. Der braucht auf jeden Fall keine Taschenlampe mehr im Dunkeln. Der hat die integriert jetzt. Okay. Komm schon. Oh Gott. Nein, was? Oh mein Gott. Wie viel Damage? Wie viel verdammt nochmal Damage? Bitte. Okay, wir versuchen es nochmal. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr an Sachen mitnehmen, sobald wir welche finden. Hier sind zum Beispiel auch öfters mal Munitionssachen am Rumliegen. Ich hoffe, das Game ist übrigens nicht zu laut. Ich sehe die ganze Zeit, dass der Pegel ziemlich hoch ist. Das Finale nimmt sich also nochmal gut Ton raus. Das, was gefehlt hat in den Cutscenes, also. So. Die sind aber ziemlich langsam dorthin. Das heißt, wir können ganz gut vor denen wegfahren. Und jetzt, wenn wir den erstmal töten? Okay, wie viel hält der aus? Mein Gott, verriss halt ein ganzes Magazin. Okay, wo ist der? Ist er einfach runtergefallen irgendwo oder so? Ne, hier. Aua. Komm schon. Oh, let's go. Okay, ich glaube, wir machen ihm kein Damage in dem Moment. Dürfen uns, glaube ich, ihm einfach nur nicht nähern, oder? Ist das richtig? Oder müssen wir uns ihm nähern? Ah, wir müssen uns ihm nähern. Da gibt's ihn. Ganzes Leben. Dein Gegner ist ein Gott. Längst leuchtet unser Dolch. Okay. Weiter geht der Kampf an der Stelle. Komm schon. Erstmal die anderen Gegner umbringen, denn die lenken mich einfach zu sehr ab, wenn die irgendwelche Waffen hier noch am rumlaufen sind. Oh Gott! Das meine ich nämlich. Zwei Pfeile tun schon mal mehr weh als einer. Arroganz? Ja, die hast du ziemlich viel, habe ich das Gefühl, von dir. Denn ich mach dich gleich fertig. Oh Gott. Ja, oder er macht mich fertig. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir erst sehen. Let's go. Nächster Angriff. Ist ziemlich episch. Ich beschütze Paititi, nicht du. Bist du sicher? Oh Gott. Alter, schon zwei. Was? Wow. Jungs, übertreib's bitte nicht. Was war das denn? Was da explodiert? Ich glaube, der hat ihn getroffen. Aua.
Von wo? Von wo denn bitte? Ach, hier. Hier bist du, mein junger Herr. Ach so. Er sagt das doch. So. Okay. Komm schon. Der steckt aber auch viel ein, aber der trifft null. Der ist ziemlich schwach, was das angeht. Komm schon. Oh ja. Boah, warum sieht der so cursed aus? Der will aber auch viele Runden, ne? Der hat richtig Lust. Ich hab Bock. Ist aber auch schneller jetzt, ne? Ich sollte erstmal wieder ihn fertig machen. Und ich kann das nicht abwenden. Oh, oh, der kann sich teleportieren, was? Okay, übertreib halt. Junge. Übertreib Holz halt. Shit. Ich habe auch keine Muni mehr für andere Waffen. Wir sollten definitiv ein bisschen Munition suchen gehen kurz. Hier ist noch irgendwo welche. Komm schon. Irgendwo. Ein wenig Gewehrmunition, denn ich kann mit der Schrotflinte nicht viel verursachen, habe ich das Gefühl. Wohl, bestimmt. Da ist auf jeden Fall welche. Ich muss aber kurz warten. Aber wir haben ihn. Let's go. Immer noch nicht. Der ist aber auch robust an sich, ne? Dafür, dass er so viele Schläge einsteckt? Wundert mich ehrlich gesagt. Wir müssen aber aufpassen. Wir haben nämlich keine Heilung mehr. Ja, okay, warte. Wir haben aber wieder Gewehrmunition, das ist sehr gut. Da ist auch wieder welche. Die nehme ich mir direkt mal mit. Warum nimmt sie die nicht mit? Aua! Den nicht schon wieder treffen. Okay, hier ist der andere. Man sieht aber, wenn der belastbar ist, dann verliert er seine Farbe. Nicht Farbe. Oh! Seine Dings. Seine Leuchtaura. Oh, das ist es wohl. Es tut mir leid. Schütze, Paditi. Um den Schatz zu finden, muss die Entdeckerin Lara Croft den König überlisten. Den König überlisten? Ob der König da so einfach mitspielt? Ihr Lieben, könnt ihr nicht mal eine Sekunde stillhalten? Jawohl, weiße Königin. Eins. Darf ich mal sehen? Klar. Da bist du, da bin ich, da Dad. Wo sind wir? Hawaii. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Wenn du so viel Macht hättest, was würdest du tun? Tapferes Mädchen. Das nicht damit rechnet, dass ein Jaguar sie angreift. Wo wollen wir unser nächstes echtes Abenteuer erleben? Ich habe gehört, die Antarktis soll zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Dad! Was nicht? Dann erforschen wir vielleicht die Salzseen von... Mann, Richard! Ich weiß, wo wir hinfahren! Ach ja? Was? Hawaii! Oh ja, das wäre bestimmt sehr schön. In diesem Fall musst du mir aber bei den Recherchen zur Vorbereitung unserer Reise helfen, Lara. Nein! Du bist mein Assistent. Oh ja, das stimmt wohl. Tut mir leid, Ma'am, das hatte ich ganz vergessen. Ich verlange, dass man mich ins Museum führt. Nun gut, ich schätze, das lässt sich einrichten.
Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ich stelle mir den irgendwie sehr heiß vor, den Dolch. Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch für den Fall, dass ich versage, wird das Purpurfeuer mich leiten und mein Versprechen einlösen. Ich liebe diese Welt, sie ist nicht perfekt. Aber alles, was mir jetzt wichtig ist, ist da. Nach diesem Tag ist die Sonnenfinsternis nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Schütze, Paititi! Oh, als ob wir uns jetzt opfern. Bitte, Lara. Das werde ich. Das klingt ein bisschen sass, es tut mir leid. Zwei Tage später. Aber sind wir jetzt tot, oder? Wie sieht das aus? Unuratu. Meine Mutter. Kriegerin. Rebellen. Königin. Wir werden sie noch über Generationen ehren. Ich vermisse dich. Okay, wir leben aber noch. Das ist gut. Nun hatte schon kurz Angst. Wird ihr Geist uns dabei helfen, Paititi zu vereinen? Vielen Dank. Ich fahre morgen nach Kuvakyaku zurück. Wirklich? Vermisst du den Dschungel? Oder willst du den mysteriösen Fischbaum suchen? Ach, Abby und ich fahren einige Tage an die Küste. Wie schön. Ich habe ja gesagt, ich schippe die beiden. Ich denke, ich werde noch eine Weile hier bleiben. Und stellst du noch mehr Artefakte wieder her? Also, was machst du? Ich weiß noch nicht. Edsley wird mich ein bisschen beraten. Er wird mir schon sagen, was Paititi für den Wiederaufbau benötigt. Wow. Ich will nicht länger suchen. Ich will Zeit mit Menschen verbringen. Okay. Solltest du nicht packen oder sowas? Nein, bis morgen hast du mich an der Backe. Du kannst bleiben, solange du willst, Lara. Gute Reise, Jonah. Wenn hier alles wieder aufgebaut ist, komm ich vielleicht nach und lerne mehr über die Welt fernab von hier. Klar, immer gern. Sag einfach Bescheid. Du auch, Uchu. Wenn er es will. Also, Jonah, Lara hat gesagt, du hast eine Freundin? Wir kommen alle zur Hochzeit. Was? Moment mal. Edsley, zeig mir doch mal die Pläne für den neuen Tempel. Ja, der wird wunderschön. Tja. Damit ist die Sonnenfinsternis wohl ausgelöscht durch uns. Das war Shadow of the Tomb Raider. Also ich fand es persönlich richtig nice. Ich würde sogar sagen, dass ich es nicer fand als den alten Teil, den wir Let's Played haben hier. Und grafisch war das Ding auf jeden Fall auch ein Masterpiece. Obwohl es von 2018 ist, ne?
Aber ich fand die Story sehr cool. Auch generell, wo das spielt, finde ich auch extrem cool. Ich mag die ganze Natur. Und, ich meine, war natürlich ein bisschen übernatürlich, diese Story. Also mit bestimmten Wesen, die natürlich so nicht existieren. Oder zumindest würden wir es dann nicht wissen. Und, ja. Ich muss sagen, ich hatte sehr Spaß an diesem Let's Play. Ich hoffe natürlich ihr auch. Aber soweit habe ich ja ganz guten Support auf das Let's Play erhalten. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich überspringen drücke, ob das Spiel weitergeht oder von daher anfängt, das weiß ich gerade nicht. Aber ja, auf jeden Fall heute kürzere Folge dadurch natürlich, weil wenn das Spiel endet, endet das Spiel halt. Aber ja, war ein sehr cooles Spiel und ich hoffe, ihr seid der gleichen Meinung. Ja, was passiert, wenn ich überspringen drücke? Ist das Spiel dann, geht das weiter noch oder? Oh. Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee. Miss Croft? Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. Cute. Ja, zu Hause sein ist ja auch was Schönes, ne? Okay. Passiert jetzt noch was, oder? Das war es wahrscheinlich jetzt komplett. Noch so ein kleines Endwort von Lara Croft. Und ja. Ja, nee, also wirklich richtig nices Game. Also auch richtig cute gemacht. Und es war auch mal schön zu sehen, weswegen Lara Croft letztendlich so geworden ist. Also was auch in ihrer Kindheit passiert ist und so. Ist sehr interessant zu wissen. Aber gut. Naja, was soll ich sagen, ne? Mir hat es sehr doll gefallen. Also ich würde es safe, keine Ahnung, 10 von 10 geben oder so. Keine Ahnung. Ja, so weit unbedingt nicht. Aber ich hatte schon sehr viel Spaß daran. Und generell das Let's Play sowas von 10 von 10. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Mich würde sehr interessieren, was ihr daran am meisten gefallen hat. Also was euch daran am meisten gefallen hat. Geht es jetzt zum Thema Grafik oder storymäßig? Oder welcher Teil euch am meisten gefallen hat oder so? Welches Outfit? Outfit-mäßig muss ich immer noch sagen, dass ich das Grüne am besten fand. Aber naja. Gut, ich laber gar nicht weiter. Ich würde sagen, das Let's Play ist auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen, auch wenn da natürlich steht 55,30% complete, weil es gibt noch mehr zu entdecken, aber ich wollte diese ganzen Sidequests nicht unbedingt zu sehr machen, weil ich möchte Let's Plays nicht unbedingt in die Länge strecken, denn ich möchte ja auch noch andere Spiele Let's Playen. Hiernach wird übrigens, also einen Tag später, nach diesem Ende jetzt hier, wird übrigens ein neues Let's Play anfangen, also freut euch auf jeden Fall schon mal drauf. Wird was komplett anderes sein als Tomb Raider, aber seid gespannt auf jeden Fall. Lasst eine Bewertung da, habt noch einen wunderschönen, abenteuerlichen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, bei was auch immer ich tun werde. Bye, bye!